Jo Leute, was geht? Mein Name ist Jordan und heute bin ich zurück mit der nächsten Season Preview auf meinem Kanal. Heute geht's um die Memphis Grizzlies und an die Leute, die mir nicht bei Instagram folgen, ihr könnt das gerne mal machen. Und dort habe ich schon angekündigt, dass in den nächsten 4 Tagen 4 Videos kommen werden. Also seid gespannt. Die letzte Saison hat ziemlich dramatisch für die Grizzlies geendet. Man hat das Play-In-Spiel gegen die Trailblazers verloren und musste den sicher geglaubten 8. Platz in der Bubble leider abgeben. Jaren Jackson Jr. war hierbei verletzt, also fehlte auf jeden Fall ein wichtiger Part der Mannschaft. Eigentlich hat die Mannschaft sowieso overachieved. Vorher dachte man, dass sie vielleicht das schlechteste Team der Liga sein könnten. Anders als bei anderen Franchises gab es keinen langen Rebuild, sondern man war direkt wieder gut. Ein Jahr nach dem Abgang von Conley und Marc Gasol war man direkt wieder im Playoff-Rennen. Und woran das liegt, brauche ich glaube ich keinem erzählen. An Ja Morant zum Großteil. Er ist einfach jetzt schon der Leader des Teams, hat Superstar-Potenzial, wurde Rookie of the Year absolut verdient und hätte es eigentlich einstimmig werden sollen. Er wird das zukünftige Gesicht der Franchise sein und es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Er definiert die Point Guard-Position neu und wie die Amerikaner sagen, er bringt diese Dog-Mentality mit und ist jetzt schon einer der besten Clutch-Performer der gesamten Liga. Aber das ganze Roster ist so jung und talentiert und da werde ich gleich nochmal gesondert drauf eingehen. Aber was hat man jetzt in der Offseason gemacht? Das beantworte ich einfach mal ganz direkt und die Antwort ist nicht viel. Wenn man sich nur auf die Offseason konzentriert hat, hätte man glatt vergessen können, dass die Grizzlies überhaupt existieren. Aber wieso auch? Man hat keinen Stress in Memphis. Man hat seine Säulen in Jaren Jackson Jr. und Ja Morant, teilweise auch Brandon Clark. Und generell ist das Team sehr jung darum. Dylan Brooks ist noch ein junger Spieler, Grayson Allen ist jung. Und man muss nicht direkt gut werden und einen Teil seiner Zukunft wegtraden dafür. Man kann abwarten und man kann auf die Entwicklung seiner eigenen Spieler setzen und in dieser Zeit eine Mannschaft um diese bauen. Und das ist auch die Vorgehensweise des Front Offices, was ich komplett richtig finde. Und in 2-3 Jahren können wir nochmal gucken, wo die Grizzlies dastehen. Und auch wenn ich sage, dass die Grizzlies auf die Zukunft bauen, bedeutet das nicht, dass sie dieses Jahr nicht im Playoff-Rennen sind. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, zu was sie imstande sind und jetzt haben sich alle nochmal ein Jahr weiterentwickelt. Außerdem ist Jaren Jackson Jr. zurück. Und das hängt von einigen Punkten ab und da will ich mal direkt auf den Kader übergehen und vor allem auf Ja Morant. Er absolviert jetzt seine 2. Saison in der NBA und wir haben in den letzten Jahren, vor allem letztes Jahr, krasse Sprünge von Sophomores gesehen, zum Beispiel Trey oder Doncic. Wird er jetzt das erste Mal All-Star, wird er einen genauso großen Sprung machen, was schon eine wahnsinnige Leistung wäre. Aber er ist ein harter Arbeiter und ich habe Vertrauen in ihn. Davon wird der Erfolg nächstes Jahr massiv abhängen, aber wie gesagt, man hat keinen Stress. Außerdem hat man im Draft Desmond Bain gekriegt und er ist einer der Kandidaten für den Stil des Drafts. Er bringt gute Anlagen für einen Free-and-Digger in der Liga mit und ich bin gespannt, wie er sich in der NBA einfinden wird. Außerdem ist er bereits 22 Jahre alt, also er wird direkt einen Impact in der Mannschaft machen können. Und dann hat man ja auch noch Dylan Brooks, der letztes Jahr ganze 16,2 Punkte geaveraged hat. Und hierbei war er unglaublich unkonstant. In der einen Nacht kann er dir 2 Punkte droppen und in der nächsten dann 30. Am Selbstvertrauen mangelt es ihm definitiv nicht. Bei jedem Shot glaubt er selber daran, dass er reingeht, das ist grundsätzlich gut. Das Problem ist, dass er ab und zu ein paar Würfe zu viel nimmt. Und wenn er noch so ein bisschen an seiner Shot Selection arbeitet, könnte das ganze Team davon mehr profitieren. Aber er ist erst 24 Jahre alt, also auch ein guter Part für die Zukunft, glaube ich. Ich habe ihn schon oft erwähnt, aber jetzt will ich nochmal auf Jaren Jackson Jr. eingehen, der einer der talentiertesten Bigs der gesamten NBA ist. Leider war er zum Ende des letzten Jahres verletzt, aber da hat man wieder gesehen, was für ein wichtiger Part der Mannschaft er eigentlich ist. Er hat letztes Jahr über 17 Punkte in nur 28 Minuten geaveraged und dürfte mit Ja Morant die Zukunft der Franchise darstellen. Shooten kann er ebenfalls, er hat nämlich 39% von der Dreierlinie getroffen, was auch für den Big sehr stark ist. Für mich ist er auch ein Future All-Star und ich bin gespannt, welche Entwicklung er noch nehmen wird. Mit Grayson Allen hat man noch einen 25-Jährigen im Kader, der ein guter Shooter ist, letztes Jahr knapp 40% bei 4 Versuchen. Und man hat sich letztes Jahr im Trade mit den Miami Heat Justice Winslow geholt. Er ist auch erst 23 Jahre alt und bringt einiges an Potenzial mit, aber man muss gucken, ob er das in seiner gesamten Karriere überhaupt noch ausfüllen kann. Letztes Jahr hat er verletzt nur 11 Spiele gemacht und hat in diesen Spielen 11,3 Punkte, 6,6 Rebounds und 4 Assists aufgelegt. Da bin ich auch mal gespannt, ob aus ihm noch was wird.
Mit Jonas Valanciunas hat man für mich einen der most underrated Spieler in der NBA im eigenen Kader. Jedes Mal, wenn man mich fragt, was ist der most underrated Player, denke ich zuerst an JV. Er schwebt einfach irgendwie unter dem Radar von den meisten NBA-Fans, aber hat letztes Jahr 14 Punkte und 11 Assists in 26 Minuten aufgelegt. Egal wie gut er ist, muss ich sagen, er nimmt aber auch die Chance auf ein junges Starting Frontcourt. Man könnte Brandon Clark, auf den ich als nächstes zu sprechen komme, und Jaren Jackson Jr. starten und hätte damit den Übergang zu einer neuen Ära geschafft. Das Problem ist, JV ist zu gut, um ihn auf die Bank zu setzen und auch zu gut, um ihn für nichts wegzutraden. Also man müsste einen guten Return kriegen, damit man wirklich considern könnte, ihn wegzugeben. Das ist das einzige kleine Problem, was ich daran sehe. Aber rein spielerisch ist er ein guter Center. Und wie gerade schon angekündigt, geht es jetzt um Brandon Clark, der wahrscheinlich drittwichtigste Spieler, wenn es um die Zukunft der Memphis Grizzlies geht. Vollkommen verdient war er letztes Jahr im All-Rookie-First-Team und es ist immer noch unbegreiflich im Nachhinein, wie er nur an Platz 19 gedraftet werden konnte. Er hat letztes Jahr 12 und 6 geaveraged und ist definitiv ein aufregender Spieler für die Zukunft, der ich glaube noch lange mit Ja Morant und Jaren Jackson Jr. zusammenspielen wird. Und als letztes möchte ich noch auf Tyler Jenkins eingehen, einen der besseren NBA-Coaches. Er hat letztes Jahr sehr gute Arbeit geleistet, wie schon gesagt, eigentlich hat man den Memphis Grizzlies nicht so viel zugetraut und er ist der richtige Mann meiner Meinung nach für das Team. Ich hoffe, er wird noch lange dort bleiben und ich glaube, das könnte eine erfolgreiche Zukunft geben. Aber wo sehe ich sie jetzt? Wie schon vorher gesagt, glaube ich, dass sie im Playoff-Rennen sein werden, aber ich glaube, sie schaffen es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es ins Play-In-Tournament schaffen und dann ist natürlich alles drin, wenn die ihre zwei Spiele gewinnen, dann sind sie in den Playoffs, aber nur von Platz 1 bis 8 sehe ich sie nicht drin. Sie werden zwar besser, einfach weil sich ihre ganzen jungen Spieler nochmal einen Schritt weiterentwickeln sollten, aber die anderen Mannschaften im Westen werden noch besser. Die Golden State Warriors werden in die Playoffs kommen, was sie letztes Jahr nicht geschafft haben. Die Suns werden meiner Meinung nach in die Playoffs kommen, was sie letztes Jahr nicht geschafft haben. Und so wird es für sie echt eng. Aber wie schon gesagt, das ist gar nicht schlimm. Die Grizzlies haben Zeit und können auf die Entwicklung ihrer Spieler setzen und dann stellenweise passende Ergänzungen machen. Sie haben eine rosige Zukunft vor sich und es wird cool zu sehen, wie sich das Team direkt vor unseren Augen entwickeln wird. Vielleicht auch durch Draftpicks. Das war's jetzt in meiner Analyse. Wie hat euch das Video gefallen? Wo seht ihr die Grizzlies nächstes Jahr? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.